nimmt er jetzt auf, ne? Ja, natürlich nimmt er auf. So. Er nimmt auf. Er nimmt auf, ist alles gut. So. Gut. Und. Dann fangen wir jetzt an, nochmal mit Hallo Eva und deinem André. Warum hast du die Kamera ein bisschen so zu dir? Es ist für mich okay. Ich gucke so ein bisschen nach dem Rahmen. Ich muss immer gucken, weil das ist ja so. So, ne? So sind wir jetzt. Ich meine Brille auf. Warte. Ja, ich meine. Guck mal, so hätten wir hier einen Rahmen und hier einen Rahmen. Nee, aber wir sind. Ist denn nicht so wichtig? Okay. Ja, okay, gut. Okay. So, was meinst du? So nein, ich hatte jetzt den Fensterrahmen so ein bisschen. Ja, dann lass mich noch ein bisschen weiter rüber rücken. Dann komm noch ein bisschen weiter rüber. Es ist okay. So, okay. Also, genauso sieht es ja auch in unserer Partnerschaft aus. In unserem Bild von uns selbst und von der Partnerschaft, von einer Beziehung, da haben wir einen bestimmten Rahmen. Und oftmals ist dieser Rahmen etwas, den wir schon von unseren Eltern und deren Eltern von Vorfahren übernommen haben. Und wir passen da eigentlich von unserer Seele, von unserem Wesen, was Veränderung leben möchte, was sich vollkommen, was wachsen möchte, was in die Tiefe möchte, was etwas vollkommen anderes erleben möchte, das passt oftmals in diesen Rahmen nicht rein. Und genauso ist das auch einfach so Konditionierung, wie Partnerschaft, wie Beziehung laufen soll. Da ist oft schon dieser Mangel drin, das Mangel auch an Vertrauen, an diesem Urvertrauen der Liebe, dass die Liebe euch führt, dass ihr Lebendigkeit erlebt und dass ihr in keinster Weise Angst haben müsst, dass zum Beispiel eure Sexualität oder was auch immer irgendwann langweilig sein könnte. Oftmals packen wir dann da Sachen rein in so einen Rahmen von uns selbst, wie Partnerschaft aussehen soll, und das ist das eigentliche Leid. Das erzeugt dieses Leiden und das führt uns eigentlich weg von dem, wer wir eigentlich füreinander sind, wer wir auch für uns selbst sind. Und darin möchten wir euch begleiten, darin möchten wir euch Mut machen, das doch eher in Frage zu stellen und zu gucken, was macht eure Liebe, was macht das, was euch wirklich verbindet, aus, im Innersten. Ja, als du gerade Mangel gesagt hast, kam mir so, ja, es ist der Mangel, sich zu erlauben, sich selbst zu erfahren, Erfahrungen zu, weil wie kannst du dich besser erfahren als in einer Partnerschaft? Und wir beschränken uns so gerne von vornherein dadurch, dass wir ja die ideale Partnerschaft leben wollen, wo sich nicht gestritten wird, wo immer so in Harmonie miteinander umgegangen wird. Ein Paar, was souverän nach außen auftritt und seine Projekte verwirklicht und gleich seine Riesenvisionen hat. Und weil die Liebe ja so toll ist, muss es ja auch quasi mit der Vision sofort klappen. Sind wir gar nicht. Dafür stehen wir gar nicht, die beiden. Nee, stehen wir gar nicht. Bei uns ist es so, dass wir seit Jahren, seit es diesen Kanal gibt, immer so an einer Grenze sind von wir brechen nicht ganz durch. Klar, es gibt Leute, von denen wir uns, ne, so eine Followerschaft, von denen wir uns erkannt fühlen, die auch unsere Arbeit schätzen, mit uns gearbeitet haben. Was sind das für Dann gibt Leute? Es Leute, die uns bewundern, dann gibt es aber wieder so Leute, die uns total doof finden. Was das für Leute sind? Was sind das für Leute, die sich für unsere Arbeit, für das, was wir so weitergeben, für das, was wir so beitragen wollen? Was sind das für Leute? Das sind Menschen, Leute, die ich komme jetzt irgendwie gerade raus durch das, was du sagst. Okay. Also das sind Darf ich erstmal weitermachen? Ja, okay. Darf ich erstmal weitermachen? Und wir stehen auch für ganz viele Dinge, die erstmal so für viele vielleicht unattraktiv sind, sich mit uns näher zu verbinden oder nicht erstrebenswert. Das sind zum Beispiel Lebenssituationen, wo ich, Eva, noch einen sehr, sehr enges, eine sehr, sehr enge Bindung zu meinen Eltern habe, also wo man auch von der Abhängigkeit sprechen kann. Und das ist etwas, was sich auf diese Freiheit, die wir in unseren Herzen tragen, auch immer als sehr bremsend und hemmend ausgewirkt hat. Und das war seit Jahren ein Spagat zwischen dem, was wir wollen, was wir auch tun, obwohl wir selber auch uns
diese Stimmen haben, so von wegen, es ist, wir sollten uns dafür schämen oder es ist nicht richtig oder es ist irgendwie verwerflich, es aber trotzdem getan haben und dann aber auch immer wieder so dieses Appeasement mit den Eltern. Und das ist etwas, was natürlich sehr weit davon erstmal entfernt ist, von dieser Freiheit und dem Feuer deines Herzens. Und so gibt es viele Dinge, dass wir uns in vielen Bereichen so subjektiv empfunden total doof anstellen oder auch das von vielen von außen gespiegelt bekommen. Und in unserer Beziehung zum Beispiel, da ist nicht so das, was man unter Ruhe und Frieden versteht. Wir streiten uns oft, wir sprechen oft miteinander, dass andere uns schon spiegeln, sie fühlen sich dann in unserer Gegenwart nicht mehr wohl und sind erschrocken, uns so kennenzulernen. Und das, wie wir auch mit unseren Kindern sind und pipapo. Und wo dann schon die Frage entstehen könnte, okay, aber diese Geist möchten jetzt anderen Partnern helfen, anderen Paaren helfen, eine erfüllte Partnerschaft miteinander zu leben. Was fällt ihnen ein? Was nehmen die sich eigentlich raus? Die ja. leben so unharmonisch miteinander. Das ist eine Familie, die leben so sehr im Chaos. Die sind ständig in Veränderung, die sind ständig in Bewegung. Die sind in der Form nie wirklich zufrieden. Ja? Es ist kaum wirklich Ruhe in unserer Familie. In unserer Familie geht es sehr zur Sache. Und es sind immer irgendwelche Themen. Es gibt immer irgendjemand, der gerade nicht glücklich ist, der irgendwie jemand wieder, der irgendwie sich nach was sehnt oder irgendwas braucht. Und von daher ist eine ständige, wie soll man das sagen, eine ständige Auseinandersetzung mit irgendetwas, wo man ja erstmal sagen würde, um Gottes Willen, mach doch mal eine Paartherapie oder versuch doch mal herauszufinden, was ihr überhaupt wirklich leben wollt und was könnte euch wirklich in die Ruhe führen. Und wir haben für uns festgestellt, dass das alles Programme sind, dass das alles ein Rahmen ist, der sehr gerne so, den wir irgendwie abgekauft haben. Ja? Wo wir das Gefühl haben, okay, eine wirklich harmonische Partnerschaft, das ist ein Paar, das sind zwei erwachsene Menschen, Mann und Frau, die sind so ausgeglichen, in sich ruhend, sie sind immer am Geben, den Kindern geht es immer gut, die Kinder werden auf Wolken getragen, sie fühlen sich wohl. Nee, jetzt nicht so ins Gegenteil, jetzt das nicht jetzt so überspitzen, aber so, wo man sagen kann, ja okay, die sind einfach die nur haben glücklich. So etwas wie eine Welle der Ruhe und Zufriedenheit, die so irgendwie kontinuierlich da ist. So, und Fakt ist, wir beiden haben das nicht erfahren, in unserer Kindheit nicht. Also wie willst du es weiterleben? Nein, darum und dafür steht dieser Kanal doch ein wenig, dass wir sagen, es ist möglich und wir wollen genau diese Menschen, diese Paare ansprechen, wo ihr vielleicht schon tausendmal gesagt habt, am besten wäre vielleicht wirklich, wir trennen uns. Am besten wäre, wir schmeißen die Flinte ins Korn. Wir schaffen es einfach nicht. Und ihr lasst trotzdem nicht locker, weil die Liebe bei euch ist und weil ihr an diese Seifenoper nicht mehr glaubt. Weil euch bewusst geworden ist, ihr habt in diesem Leben euch getroffen, um mehr in die Tiefe zu kommen, um an diesen Quatsch nicht mehr zu glauben. Denn das ist so die Schlagsahne, das ist die Vanillesoße drumherum, von dem wir oft dieses Bild haben, wenn wir das doch nur mehr hätten, wenn wir mehr Geld hätten, wenn wir doch schon unsere Ziele und Visionen gelebt hätten, wenn wir schon die totale ekstatische und orgastische Sexualität immer nur hätten, wenn wir doch unseren Kindern nur dieses Leben ermöglichen könnten, wo wir meinen, dass wir dann zufrieden wären, dass ihr da vielleicht schon lange erkannt habt, dass das mit der Liebe, die euch wirklich im Innersten erfüllt, die tiefste Wahrheit, dieses Anmutige, das, was euch wirklich im Innersten erfüllt, was euch wirklich glücklich macht, dass es dabei um etwas ganz anderes geht. Dass ihr vielleicht Dinge auflöst für Generationen, die hinter euch sind. Für Dinge, wo eure Eltern nicht mal von zu träumen gewagt haben. So, und dabei geht ihr durch Wind und Wetter, durch Matsch, ihr geht durch Verletzungen durch, ihr geht durch Ängste durch. Und dafür steht dieser Kanal, dafür wollen wir euch, darin möchten wir euch auch unterstützen, dass ihr in der Form euch bewusst macht, mit euch ist alles vollkommen in Ordnung.
Und ihr habt euch nur irgendwie gelernt, falsch zu machen. Ja, und es geht darum, diesen Mut zu haben, an etwas zu glauben, an was sonst keiner glaubt. Und das ist eure Liebe. Das ist auch die Liebe erstmal natürlich zu euch selbst. Und diesen Mut auch aufzubringen, es hat etwas mit Mut zu tun, sich nicht mehr anzuzweifeln, sich nicht mehr falsch zu machen, weil ihr dadurch dieses sehr fein gewebte Netzwerk der Referenzpunkte, der Realität, die sich zusammensetzt aus vieler, vieler Meinungen im Außen, verlässt hin zu dem, was nur ihr wissen könnt. Und das ist euer gemeinsames Herz. Und das zu bestärken, dafür haben wir viele Methoden, auch selbst jahrelang, so wie eine Waschmaschine, immer wieder uns selbst gereinigt, transformiert und weiterentwickelt. Und das ist das Programm, das jetzt auch bald nach 5 Jahren auch mal rauskommt. Wir haben die ersten Aufnahmen, die ersten Seiten des E-Books vor 5 Jahren schon geschrieben und sind dadurch unwahrscheinliche, ich weiß nicht, Kämpfe auch durchgegangen oder Widerstände auch im Außen, dass wir nicht die Leute gefunden haben, die das mal technisch irgendwie für uns umsetzen und programmieren und das in eine Form bringen. Und so hat es halt jetzt eben auch diese 5 Jahre gedauert, bis dieses Programm jetzt, demnächst, es ist ja noch nicht draußen, aber es hat jetzt wieder, es bekommt gerade sehr, sehr viel Energie, rauskommt. Und was einfach für den einzigen Zweck konzipiert wurde, euch zu helfen, diese Liebe, diese einzigartige Liebe zwischen euch wahrzunehmen, zu fühlen und zu bestärken und sie auch zu nutzen, um ja, euch zu transformieren, diesen ganzen Mist, das, was ihr von euch meint, verstecken zu müssen, wo ihr euch nicht liebenswert fühlt, wo ihr euch gebunden fühlt an irgendwelche externen Kräfte, denen ihr gerecht werdet, das alles wirklich durchzuspüren, zu durchleuchten und euch dann frei zu entscheiden, wollt ihr diesen ganzen Scheiß wirklich weitermachen oder wollt ihr euch für etwas Größeres öffnen? Für das, nachdem ihr euch vielleicht sehnt und was ihr in Wirklichkeit schon längst seid. Ja, und wir möchten damit auch euch irgendwie zeigen, dass ihr nicht alleine seid, dass da ganz, ganz viele mit euch auch auf dem Weg sind und die das Gleiche in sich spüren. Und das ist vielleicht sogar etwas, wo du irgendwann das mal stark bewertet hast. Etwas, was du in der Form dir fast vielleicht kaum vorstellen kannst, dass das etwas Liebenswertes ist. Da, wo dir dein Kopf immer wieder sagen will, wie wär's, du suchst dir doch einen anderen Partner. Vielleicht gibt es da draußen doch noch jemand anders, wo es leichter ist, als das, was du jetzt, als das, was ihr gerade durchleben müsst. Vielleicht sind das so Mühlen, wo du das Gefühl hast, da kommt ihr nie alleine raus. Und diese Übungen und all diese ganzen Dinge, die wir so weitergeben wollen in diesem Programm, das ist etwas, das erarbeitet ihr euch selbst. Das heißt, all das, was in dir so schwer sich anfühlt, all das, was in eurer Partnerschaft vielleicht scheinbar nie lösbar ist, da ist das Gold drin enthalten. Das ist das, was euch im tiefsten dann verbindet und was euch auch nach vorwärts gehen lässt. Wo euch nicht der nächste, also wo euch letztlich, wo ihr diese Stürme in eurer Partnerschaft als ein Kraftpotenzial erfahrt. Und dann tun sich Türen auf, dann seht ihr plötzlich, was ihr wirklich leben wollt und ihr könnt diese Angst, diese Ängste, die damit verbunden sind, mehr umarmen. Ihr könnt das mehr sehen als etwas, was euch einfach immer wieder begleiten wird. Und was auch irgendwie so wie so ein, ich spüre das wie so eine innere Weisheit, die immer wieder auch zu euch spricht. Ja? Das heißt, wenn das alles so einfach wäre, dann wäre ja Liebe und Partnerschaft langweilig. Das hält euch auch wach und macht euch bewusst, wer ihr füreinander seid. Okay, gut. Ist das jetzt zu viel gewesen? War zu viel jetzt, aber ja, ist okay. Okay, gut, dann lass es aber zumindest mal. Hat sich jetzt der Kreis geschlossen. Wir haben da wieder aufgehört, wo wir angefangen haben, beziehungsweise sprechen wir in diesem Zusammenhang lieber von einer Spirale und verabschieden uns jetzt für heute von euch und hoffen, dass, ja, dass etwas von dieser Energie rübergekommen ist. Ich habe mich nicht gesehen. Gut, aber darum geht es jetzt ja zum Beispiel auch. Dann ist das vielleicht der Auftakt zu einer neuen
zu einer neuen Serie, wo ich zum Beispiel mit dir viel mehr Lust hätte zu sein, indem wir all diese Dinge ein bisschen mehr ausspielen. Ja. Indem wir nicht zu weise sprechen, sondern es soll was Lebendiges sein und was Authentisches und Echtes. Und da gibt es doch wohl sehr, sehr viele Seiten, die du an mir irgendwie ablehnst und wo du mich nicht magst, auch wenn du mich immer mehr lernst, einfach zu nehmen, wie ich bin, und siehst darin auch irgendwie die Liebe. Und ich bei dir auch. Und dass das einfach der größte Stress ist, dass wir immer grundsätzlich erstmal uns selbst doof finden und auch irgendwie so ein Bild haben von uns selbst. Wie müsste ich sein, damit ich glücklich bin? Ne? Ja, oder wir finden uns dann wieder so toll, dass der andere ja uns wieder vollkommen unwürdig ist und auch wieder knapp, aber daneben an der Liebe vorbei. Und klar, da kann man wunderbare, tolle Rollenspielchen und Filme drüber machen. Können wir mal gucken, ob wir dazu Lust haben. Ich würde jetzt nur gerne diesen Film beenden. Du möchtest diesen Film beenden, okay. Ja. Gut. Dann sagen wir jetzt tschüss. Bis bald. Bis bald.